Mit Bestellzeit? Ah, doch. Ich kann 20 Uhr auswählen. Oh, smarter Chat. Oder 20:15 Uhr lieber, oder? Nee, dann 20 Uhr. Die kommen eh ein bisschen später, die Wichser. So. Edi Jello, you're the best. You're the best, man. Why always me? Congratulations, Elias. I'm big fan and I see your video in YouTube. I don't use it. Tryna call you daily. Was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem... Digga, er mit seiner hässlichen Hand für die Fresse. ...neuen Vlog, Real-Life-Video. Ihr wisst es. Real-Life. Einmal die Woche. Diesmal ein Vlog, wo wir beim Dodgeball-Event sind von Kevin, Revi, Amar in Hamburg. Ist das? Melina ist mit mir, sie holt sich gerade was zu essen. Wir werden dort das erste Mal ein Dodgeball-Event spielen mit 2000 Zuschauern. Ich weiß noch nicht ganz genau, wie viel ich spielen kann. Wegen meinem Knie, ihr wisst ja, ich habe einen Außenbandanriss. Der Arzt meinte 1 Monat Pause, das ist jetzt 3 Wochen her. Lasst gerne ein Like da, abonniert diesen Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Achso, ich blende euch mal jetzt mein Team ein, was mein Team war. Wenn ihr das Video seht, hoffe ich, dass wir gewonnen haben. Of course! Jetzt krachen. Wenn ihr das Video seht, ungefähr in 2 Wochen kommen die... Digga, seine Hand macht mich... Digga, ich mach da jetzt eine Story von. Ich schwör, dieser Mann macht mich so aggressiv. Hier wird's jetzt krachen. Wenn ihr das Video... Digga, dieser Mann macht mich so sauer mit seiner hässlichen Hand. Jedes Mal macht er so seine Handbewegung. Das nervt. Guckt euch das an. In 2 Wochen kommen die neuen Sorten raus. Vita VT in ganz Deutschland, Österreich. Ja. Braucht euren Support. Ich habe verloren, aber sie hat eine Kooperation mit Skippo. Man kriegt 20 Karten von denen hier. Davon 7 waren Skippos. Guck mal hier bei mir. Ich hatte Kooperation mit Skippo. 11, 8, 2, 12, 12, 10. Aber guck mal, du hattest 7 Skippos. Ich sehe es positiv. Du hast einfach nur ein Skippo-Spiel verloren und nicht deine eigenen Wintergames. So, wir sind jetzt im... Tot. Angekommen. Es ist jetzt 12:30 Uhr. Wir müssen jetzt direkt runter, damit wir da schon in die Halle gehen. Ich weiß gar nicht, was wir da so früh machen, 3 Stunden. Ich glaube, so Shootings und sowas. Melina hat gerade gesagt, was hast du gesagt? Ich habe gesagt, wir werden Marc sagen, wir werden uns heute betrinken und dann werden wir das testen. Auf Vater, Lock. Sein Vater. Auf Lock. Das soll aber wirklich sehr gut sein, ne? Eldos hat gesagt, dass es auch sehr stark ist. Ja, Eldos, Digga. Vertrauensquelle Nummer 1. Sie könnt ihr gerne mal abchecken, hier unbezahlte Werbung. Gin, Alkohol, jetzt schon. Das ist hier, wir haben hier auch was. Moin Eli, wir freuen uns, dass du beim Red Bull Game Boy Royal dabei bist und wünschen dir ganz viel Spaß und Erfolg beim Event. Vielen Dank. Kuss. Und Melina. Ah, ja. Moin Elias und Melina, herzlich willkommen. Genießt eure Zeit in Hamburg. Ahoi. Spaß. Ey Digga, ich nehme einen anderen Stuhl. Ich finde den voll gut, Digga. Ich weiß nicht, was das für ein Lobitcher ist. Ich sag ehrlich, ich komme mit diesen Dingern da nicht so klar. Boah, der ist voll... Digga, mach mal Tür zu, Alter. Ist voll kalt, Jungs. Wow. Mit den Schuhen. Mit den Schuhen. Schieß mal einen rüber. Was denn? Noch mal ein paar Reflexe zeigen. Au! Play the ball, take the ball. Wow! Au! So, wir sind jetzt angekommen. Ich glaube, wir gehen in Richtung Kabinen. Ich komme an und Sidney Friede ist auf Klo. Bro, du hast... Der hat wirklich... Also ich glaube, Sidney geht so 5-mal am Tag kacken. So durchschnittlich. Irgendwas mit deinem Magen. Aber was ist Durchfall? Yo. Digga, darf man nicht kacken oder was? Digga, du gehst am Tag 7-mal kacken. Na und? Hier, das ist übrigens mein Team. Amar, ein Teamkapitän. 75, Bro. Attacke, Def, Fit, 69. Willi hat eine 85. Attacke 65, Def 90. Inscope 70, Attacke 40, Fit 90. Und Sid, was hat Eli? Ist das respektlos, ne? Ja, passt. Passt. Ich habe eine 63 Attacke. Ich bin der Schlechteste angeblich hier im Team. Fit 60? Amar soll fitter sein als ich, Digga. Ist der drauf? Also wirklich, ich weiß nicht, was mit den Leuten los ist, wer die Dinger hier gemacht hat. Wer ist das? Riesen. 12. Amar mit seinem Chat zusammen hat mir eine 60 in Fitness gegeben. Sidney 5. Mann, Dicker, man sieht ihn. Amar mit seinem Chat zusammen hat mir eine 60 in Fitness gegeben. Dieses Commentary, währenddessen er am Kacken ist, Alter. Oh Mann. Sidney 50. Bro, die denken, dass die fitter sind. Mann, Dicker, warum redet der denn so mit ihm die ganze Zeit? Vardiyal. Jo. Vardiyal, alles 99. Trinex mit Fitness 70. Das ist Fritter. Warum denn die 10? Wie uncool, dass du denkst, wir sind hier beim Fußball. Ich hab doch nicht ausgesucht. Jo, meine Leute, gib mir bitte die 10. Meinst du, du kriegst die 97? Nein. Ja, 97 ja. Hab ich sogar. Sidney hat... Ich wurde disrespected. Wir haben zwei Größen immer bekommen. Sidney hat XXL und XL zur Verfügung. XXL. Ich hab L und M. Alter. XXL ist, glaube ich, das Größte, was man XL. So... Ist doch auch schön. Das ist eine XL? Ja. Cap. Ja, also L würde nicht. Ich hab eine L hier. Ich hab eine L hier. Wenn du mal probieren willst. Wir haben jetzt hier Hugo getroffen. Und was hat er gesagt? Mir soll Bananen essen. Hier. Das ist so schlimm, dieser Junge. In der Halle. Hier werden gerade die Regeln erklärt. Also, hier gibt es so viele Regeln. Ich hab. Gut, Max! Gut, Max! Hugo springt dir die ganze Zeit durch die Gegend, ey. Wir haben uns schon insgesamt 3 Stunden geprobt und warm gemacht. Bist du gut im Völkerball? Was bin ich? Bist du gut im Völkerball? Ja, ist okay halt, ne? Okay. Du hast nur ein Skill-Rating von 62 bekommen. Ja, Digga, angeblich hast du mehr Fitness als ich. Wo bin ich denn hier gelandet? Sidney hat Fitness 50. Bist du gut im Völkerball? Ja, sehr gut. Ja? Oder? Ja, ja. Aber Hugo ist auch richtig gut. Ich hab zu kleine Hände, um den richtig zu greifen. Guck mal, Max. So eine Hand brauchst du. Ja, Digga, du kannst dies. Wirf das Sidney richtig doll ab. Sidney, Achtung! Ball, Sidney! Ja, ja. Tschüss. Also Hugo, du machst dich langsam echt lächerlich. Was denn? Du bewegst dich da 4 Minuten draußen und lässt dich jetzt direkt durchkneten. Komm mal klar, ehrlich. So, ich bin jetzt hier vertaped worden. Vertaped. Aber ich will auch eine lange Hose. Alle haben hier lange Hosen an. Das ist anscheinend Meter. Das soll hier Meter sein, weil man dann so rutschen kann. Das habe ich gar nicht beachtet. Man muss, wenn der Ball kommt, in der Rückwärtsbewegung sein. Wenn er kommt, klein machen und dabei zurückspringen. Meistens kommt der Ball hier so hin. Wenn er auf den Schenkel kommt oder auf die Brust, du hast ihn dann. Ah, true also, eigentlich. Wer ist der schnellste bei uns im Team? Oder Eli? Wer ist schneller von euch? An der Drittlinien-Sprint? Guckt euch unser Team an. Das ist so eine Scheiße hier gerade. Ich schwör's dir. Mann, Max, ich sag dir den Call. Er ist der Schnellste, bis Willi da ist. Ich bleib hinten. Du kannst gut werfen. Amar kann gut werfen. Nico und ich sind da einfach da und können einigermaßen ausweichen. Werfen mal einen ab. Stylus kriegt da was organisiert und Willi kommt später und dann holen wir den Team. Ja, ja. Falls einer von uns rausfällt oder Willi doch zu spät kommt, haben wir noch Pietro Lombardi. Echt? Der ist auch sehr gut. Du bist in der Top 3 hier heute. Das Top 3 Spieler. Ich hab alle überprüft. Ich hatte gerade 1 gegen 1 gegen ihn. Der ist schon echt sehr gut. Riesen und Vardiyal sind in der ersten Runde Ballholer. 2 Ballholer. Müssen immer draußen bleiben. Und die sind gemein zu Vardiyal und Riesen. Oh mein Gott. Max, du und Riesen, du hast das Vorgespräch mitbekommen. Wo du gefragt wurdest, wollt ihr... Respektlos, Digga, die Armen. Ich meine, Hugo, komm, wir gehen nach vorne, machen ein paar Fotobriefe. Zuschauer. Kommt das erste Mädchen, fängt komplett an zu heulen. Hugo weiß überhaupt nicht, was sie machen soll. Sie fällt in den Arm und weint einfach und er ist völlig überfordert. Okay. Warum weinst du? Guck mal, das ist unser Aufwärmen und das da ist deren Aufwärmen. Das ist mein Team. Edi Jello, Vardiyal. Sidneys T-Shirt ist schon gerissen. Was ist passiert? Er hat sich da... Oh mein Gott. ...reingezwängt. Ich finde, du sitzt. Wenn ihr Bock habt, wie viel Red Bull hast du getrunken? Ja, einen halben. Einen halben? Ich hatte noch ein Käffchen. Digga, kannst du aufhören? Ey, wir sollen uns alle mal übertrieben viel Koffein reinpfeifen und gucken, was passiert. So Leute, ich kümmere mich um ein paar Blochaufnahmen. Hey, Melina. Digga, ich würde gerne mal ein Spiel sehen. Ich habe kein Game gesehen. Kev, danke dir für deine 4 Monate mit Prime. Amazon Prime ist kostenlos. Twitch Prime ist kostenlos. Jumpskills dabei beiden. Edi in ganz heißer Erwartung. Oh, das war ein Double. Hat schon wieder was vor. Oder hat er nur so einen Rückenmuskel? So einen großen. Da packt er ihn auf. Ja, das war ein hartes Stück Arbeit, Eli, aber du hast einen ganz besonderen Trick ausgepackt. Ich habe das früher mal in der Schule gemacht. Echt? Ja, ja, immer früher in der Schule beim Völkerball haben wir das auch immer so gemacht, weil die sehen ja dann nicht, wer den Ball hat. Clever. Daumen. Und Trinex fängt das Ding. Und die beiden da. Richtig, aber Trinex. Hey, die sind doch wahrscheinlich die ganze Zeit out of zone gelaufen, oder? Leben noch nicht so hochspringen sehen. Sehr schön, Max. Maxim und Fabian Siegsmund sind die zwei letzten da. Los geht's. Oh, der Frittenfriede holt ihn sich mit der Hacke. Sehr stark. Und jetzt startet Nova das erste Mal im Angriff. Oh, Amar fängt den und direkt der Finger zack. Und Roman hat wohl abgetroffen. Klassischer Headshot und dann auch noch auf die Brille. Alle drei Bälle jetzt in der Haus und Wassergrob von Eli. So, Freunde, 2 Spiele, 2 Wins bis jetzt. Wir haben jetzt noch ein Spiel gegen Gelb und Willi kommt auch noch. Digga, Willi kommt ja noch? Keine Ahnung. Also, wir haben noch 2 Spiele. Willi sollte noch irgendwie kommen. Wir haben jetzt Was macht ein bisschen Pause. Dominante Performance. Ja, ist jetzt gut. Wabono. Boah, guckt euch das an. Phoebe gegen Sid. In dem Fall eben Team Amar. Ein Team in der Defensive. Wow, was ein Catch. Max fällt. Wer ist für Phoebe? Supportet sie mal. Jawohl, Hamburg, das macht ihr stark. Und guckt euch das an. Die Erfurter. Ja! Ich weiß nicht, ob ihr mich hört. Wir sind jetzt im Finale. Wir haben 3 Spiele. Schreibt mir Pack einfach. Was? Was? Hamid? Wann du willst, also Hamid. 6 von 6 sozusagen. Und sind jetzt im Finale. Und Willi ist jetzt sogar auch gekommen. Willi Sommer ist jetzt auch da. Wir kriegen gleich, falls wir nochmal gewinnen, kriegen wir gleich noch einen Handball-Weltmeister. Ja, also hier ist wirklich... Chef, was sagst du dazu? Scheiße, dass wir Willi bekommen haben. Wirklich, ihr seid Real Madrid und wir sind alles Zweitligist. Jetzt startet das Finale. Hey, wie schlecht. Hey, die Teams waren ja gar nicht balanced. Junge, Junge, der ist fit, der ist ausgeruht. Sid und Amar greifen an. Amar, dessen Körpersprache mir sehr gut gefällt. Revi. Hey, wir haben die nicht getroffen. Zu 5. Wow. Die beißen sich hier richtig rein. Was ein schlechter Wurf. Ein bisschen mehr in die Tiefe des Raumes. Hast du Cam? Warte mal. Oben rechts, maybe Cam? Achso. Was hab ich da gehört? So. Und Adi Totoro setzt zum ganz großen Schlag an. Er zeigt einfach Mittelfinger. Da brauchen sie ja jetzt. Oh! Der geht in Richtung Elbe von Trimax. Nee, wieder 2, denn es gibt den Revive. Chef Strobel und Honeypoo greifen an. Und die können beide. Sehr gut ausgewichen von Eli. Treffer gegen Felix. Hey, wenn man wirft und der andere fängt, ist der andere auch raus? Ist das hier wild. 1,5 Minuten noch in Set 4. Ah, da wird sie doch getroffen. Und Adi Totoro. So Freunde, Turnier ist zu Ende, wir haben gewonnen. Wir gehen jetzt noch alle zusammen was essen, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Das Event ist mal was anderes als Fußball oder irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche E-Sport-Events. Wir gehen jetzt noch zusammen was essen, ich nehme euch da mit. Kurz geht aus für die Einladung, hat mich sehr viel Spaß gemacht. So, wir sind jetzt hier im Restaurant, hier sind 1 Milliarde Leute. Edi Jello hat sich verletzt, mein Finger. Und sein Kopf. Leute. Und mein Kopf auch, ich habe richtig toll den Kopf gestoßen. Er hat sich gestoßen, Leute. Mann, Digga. Er hat gerade gefragt, genau so auch, haben Sie einen guten Rosé da? Ja, der nimmt öfters Wein und denkt dann, dass er erwachsen ist. Ah, jetzt bist du 25. Wein ist so, also Wein. Ich bin 25, ich bin mitten im Leben, ich weiß, was ich will, ich weiß, wo ich hin will. Du bist jetzt 25 Jahre alt, du siehst die Welt mit anderen Augen. Eli, eine Woche, da habe ich noch nicht rausgemacht. Sie hat auch gerade gesagt, langsam wird es Zeit. Langsam wird es Zeit für eine Beziehung hier. Ernst, ihr seid... Ja, das ist wirklich geisteskrank. Also bei denen ist geisteskrank. Guck mal, bei denen ist wirklich geisteskrank. 25, wirklich langsam in die Jahre. Digga. Also, dass die überhaupt noch diese... Dass die, also, ich darf nichts sagen. Ich darf einfach nichts sagen. Ihr müsst sie ja kennenlernen. Ihr könnt ja nicht nach einem Jahr heiraten. Ihr müsst langsam euch sesshaft machen. Also bei mir geht schon... Mann, Digga, Willi. Wie ruhig? Du bist nicht ruhig. Ich bin seit 2 Jahren ruhig. Da kann das nicht. Der Rauch riecht schon mal gut. Trocken. Leicht süß. Willst du einen Abgang? Ja. Ja, nimm. Man kann einschenken. Sehr schön. Wir haben uns jetzt hier noch Wagyu bestellt. Eins der besten Steaks, die du dir eigentlich bestellen kannst. Ist lecker. Die ganze Zeit über die Fortnite-WM. Ich weiß nicht, was Willi da die ganze Zeit vorhat. Mann, Digga. Die ganze Zeit über Sims. Ich auch. Ja, so halb. Und Sidney und ich. Ich bin Sims-Spieler. Ich kannte immer noch die Cheats auswendig. Ja, ehrlich. Der kann so teure Häuser bauen. Danke. Ja, danke. Ja, der Bogen war nicht schön, ne? Fand ich auch. Der Bogen war nicht schön. Ja, ich weiß, was du siehst. Und der Fitnessstudio war auf dem Dach. Der Typ labert so viel Scheiße am Tag. Er fragt mich, ob ich glaube, ob Mücken Kumpels haben. Ob die, wenn die so fliegen, dann so neben denen eine Mücke, dann sagen sie, ey, wollen wir kurz da ins Restaurant gehen und gucken, ob da welche sind. Und der fragt die, ob die dann zusammen jemanden stechen wollen. Dass sie zusammen so, lass mal allein gehen, da könnten Leute sein jetzt. Lass mal zusammen mit stechen gehen, Bro? Ja, lass sie mal abstechen. Digga, Willi labert halt die ganze Zeit. Keine Ahnung, Mann. Hast du schon das neue Anime? Wenn du im Endgame... Digga, was höre ich da? Ein Update gemacht? Nein? Nintendo? Er hat mir die Switch wieder weggenommen. Ja, sorry. Oh, Mann, Digga! Willi! Ja, sorry. Online. Ja, sorry. Ich bin wieder am Tüfteln für unseren Kinder. Mila. Malenia. Tochtername. Malenia. Enzo. Mila. Und Ezio. Ezio. Malenia. Digga, was? Ezio? Ezio? Kann sein, dass es der, Digga, einer will sein Kind SSIO nennen. Ezio kommt mit einem Hinkebein. Das klingt wie Marianella und Matteo. Ich finde Malenia mit Abstand am geilsten von den Mädchen ab. Hier kracht, halte ich auch fest. Nee, Pumpe. Wir sind die Letzten gewesen. Jeder sollte einzeln zahlen. Unsere Rechnung hat so 500 gekostet. Wie viel ist übrig geblieben? Mit meiner und deren Rechnung. Und was ich bezahlt habe? 1000. 1500 Euro waren hier noch offen und wir haben vielleicht unser Tisch, wir waren zu 5, hat vielleicht so 500 gekostet. Ihr seid Arschgesichter, wenn ihr das seht, die nicht ihre Preise angegeben haben. Sagst du nochmal? Du bist auch in der Tat der Einzige, dessen Videos ich geguckt habe. Sehr gut, alle anderen hier Quatsch gewesen. Hey, das ist so respektlos. Ja, fertig mit Essen. Wo ist der Penny? Und hier sind wir jetzt auf der Reeperbahn. Digga, ich will zu diesem Penny jetzt mal retalk. Alter, hier ist das? Es ist Donnerstag. Wie sind die Leute hier drauf? Wie sind die Leute? Hier raus. Sexhaus. Nein, nicht raus. Nein, ich hab Angst hier. Ja, ehrlich. Es kann echt sein, dass ihr hier abgestecht werdet. Ja, nein. Vor dem Laden. Da ist der Penny. Lol. Da ist der Penny. Es ist fucking Donnerstag. Paradies Point of Sex. Hier ist die Aftershow-Party. Ganz konzentriert auch. Niemand weiß, dass wir da drin sind. Das hier ist der Kiez. Auf Donnerstagabend. Auf Donnerstag. Digga, ist er nicht 17? Raymond, danke für den 17. So Freunde, das war's vom Vlog. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Wir sind jetzt wieder im Hotel. Nochmal danke an die Einladung, an die ganzen Reporter-Athleten. War sehr, sehr cool. Wir haben das Ding gewonnen, sind froh, hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen mitnehmen, euch ablenken. Lasst gerne ein Like da, abonniert diesen Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und ja, das war das Real-Life-Video. Kuss geht raus. Eine halbe Stunde noch, da kann ich essen. Ja! Ja. Geil. Geil. Gab's nicht so Blind Date? Nee, nicht so Blind Date, aber es gab so Date, wo so oben die Sachen abgedeckt waren. Wie heißt nochmal dieses Ding? Wie heißt denn das nochmal? Jewelry? Julie Brie? Das hier. Fuck. Das hier. Nein, ich meine nicht das. Nein, das ist amerikanische. Das ist amerikanische, es gibt auch deutsche. Did they know that you were a virgin? Yeah, mine did. Mine too. Yeah, mine knew. Mine didn't. Hmm. Okay, you two switch for that. Wer hat seine Jungfräulichkeit als erstes verloren? Okay. Sofdorf? Hat die das auch gemacht? 7 Girls Blind Daten Marc Eggers. Wir hatten jetzt noch nichts. Ich habe irgendwie das Gefühl, wir hatten was. Und sie ist so ich habe das noch nicht gesehen. Am Lachen. Irgendwas ist da im Busch, ne? Ja, sie kennt dich. Ihr hattet auf jeden Fall schon... Ey, du kannst ehrlich sein. Das ist Marc. Ein guter Freund von mir. Und er blind datet heute... Mit Eye-Tracker wollt ihr? Wie macht man den an, Bro? Alex? Weißt du, wie du den Eye-Tracker anmachst? Ja. Ja. Hast du jetzt? Hast du es da schon auf der gehabt? Sonst fügt einfach mal nochmal ein. Genau. Theoretisch ist das die richtige Szene. Geht Eye-Tracker? Nee. Das geht nicht. Jetzt? Kommt an? Heute gar nicht. Wie macht man den an? Das ist auch nicht zu Hause, so ein Ding. Chat, wie macht man das an? Wird das Ding erkannt von dem Programm? Ich weiß es nicht. Hier. Was ist das? Ja, SS Overlay? Ja. Immer auf Settings in dem Programm. Create a new profile. Mach nochmal Tobii Ghost aus. Nochmal an. So das? Ja. Oder wir machen einfach den hier. Jetzt. Jetzt. Maybe jetzt. Sieht man es? Jetzt. To your software. According to your software. Weiß auch noch nicht. Ist nicht? Nee, bin ich. Starte das Programm mal komplett neu einfach. Ist hier? Ja. Und wie heißt das nochmal? Ist hier Tobii Ghost. Okay, jetzt. Jetzt maybe? Oder geht's nicht? Kann ich nicht Connect mit Twitch machen? Frage, wie das genau funktioniert. Preview vielleicht da? Wo? Rechts. Bei Video gerade. Ja. Scheiß drauf, sonst machen wir ohne Chat. Preview anschalten. Geht nicht, guck, Chat! So. Ich denke mal, kannst du das deaktivieren, nochmal aktivieren? Geht nicht. Nee, scheiß drauf. Kack drauf, oder? Was habt ihr denn vorhin gemacht, als Hugo nochmal kalibriert hat? Ja, dann haben wir das einfach sein gelassen. Egal, wir schauen einfach so, Chat. Du musst mit Twitch verbinden. So ging's ja auch. Ja, ging ja vorhin auch. Wir hatten jetzt noch nichts mehr. Ich habe irgendwie das Gefühl, wir hatten was und sie ist so Digga. Am Lachen. Irgendwas ist da im Busch, ne? Ja, sie kennt dich. Ihr hattet auf jeden Fall schon... Ey, du kannst ehrlich sein. Okay, Chat. Ein Blind Date oder so. Das ist Marc. Ein guter Freund von mir. Und er blind datet heute 7 Girls gleichzeitig. Hinter dem Vorhang stehen 7 Mädels. Jeder ein anderes Outfit, jeder eine andere Persönlichkeit. Jede Runde muss er eine rauswählen. Und der Vorhang geht nach und nach weiter nach oben. Denn am Ende bleibt nur eine übrig. Achso, Cam. Ja, warte, ich mach Cam oben rechts. So. Okay, dann stell dich mal vor. Einen wunderschönen guten Tag, mein Name ist Marc Eggers, ich bin 36 Jahre alt, komme aus Köln und bin seit über 2 Jahren Single. Oh, das ist so sad. Ja, frag dich mal, warum. Was suchst du? Über 2 Jahren Single. Eine ehrliche Frau, die meinen Humor versteht, die auch selber Humor hat. Das ist mir mit das Wichtigste und auch Ziel im Leben wäre nicht verkehrt. Und optisch, ist dir da was wichtig? Ich habe keinen bestimmten Typ. Was wäre für dich so ein absolutes No-Go? Wenn sie einfach keinen Delay hat. Wir suchen hier die wahre Liebe. Die absolute wahre Liebe. So wurde mir das gesagt. Mein Name ist Marc Eggers, ich bin der neue Bachelor. Bevor wir mit dem Video anfangen, liked und teilt das Video, abonniert den Kanal und kommentiert. Denn unter den ersten 1000 Kommentaren, die abonniert haben, verlosen wir 100 €. Also viel Glück. Oha. Kann ich noch einen Honig verdienen? Oh, scheiße, geht nicht mehr. 3, 2, 1. Hey, dich kenne ich doch schon. Hallo. Okay. Was ist dein erster Eindruck? Mama, bist du's? Nein. Nein. Da ist ja echt einiges dabei. Uiuiui. Findest du Nummer 1 Schuhe? Ja, kann man nicht viel mit falsch machen. Nummer 1 kannst du mal einen Moonwalk versuchen. Oha, oha, da gibt es schon den ersten Punkt, nicht schlecht. Nummer 3 kannst du das auch versuchen. Und Kandidat Nummer 2, was hältst du von den Schuhen oder der Strumpfhose? Oh. Hat ja auch Tattoos. Auch die Tattoos natürlich auch sehr interessant. Ja, so. Boah, ich finde Tattoos, Digga, also so, ich finde so einen voll tätowierten Arm bei Frauen finde ich gar nicht attraktiv, ist gar nicht meins. Ich mag Tattoos nicht so bei Männern und bei Frauen. Ich bin gar kein Tattoo-Freund irgendwie. Auch cool, ja, was Extravagantes mag ich auch. Okay, aber wir wollen ja nicht oberflächlich. Nein, auf gar keinen Fall. Du hast ja eine Frage. Ja, ich habe eine Frage. Kandidatin Nummer 7. Ja, ist mal nachts hier, ne? 7. Kandidatin Nummer 7. Wie würden dich deine besten Freunde beschreiben? Ich glaube, ziemlich lustig, offen, aber nur offen bei Leuten, die mir wichtig sind, also bin ich ein bisschen introvertiert. Eigentlich ganz funny, I guess. Hallo. Hi. Sag mal Senkfußeinlage. Senkfußeinlage? Ah, jetzt habe ich ihn erkannt, den Dialekt. Woher kommt sie? Aus Spanien. Okay, Kandidatin Nummer 6. Wie würden dich deine Freunde beschreiben? Meine Freunde würden mich beschreiben, dass ich mich mit allen Menschen verstehen kann und alle Arten von Menschen verstehe. Oh, everybody's darling. Ich überlege die ganze Zeit, wie mich meine Leute beschreiben würden, ne? Zum Glück stehe ich nicht hinter... Ey, oh, Alex, wie würdest du mich beschreiben? Oder Ranger? Wie würdest du mich beschreiben? Chaotisch, aber sympathisch. Ja, okay. Das wird für mich nicht gut ausgehen, glaube ich. Wie würdest du mich beschreiben? Gut. Kandidatin Nummer 2, du bist die Nächste. Nerd, Partysau und chaotisch. Bei Partysau ist schon vorbei von mir, wenn irgendwas mit Party... Wenn eine Frau Partysau ist, schon vorbei von mir. Bei mir komplett vorbei. Nerd. Bist du auch? Nö. Nicht mehr? Weiß ich nicht. Doch, schon. Chaotisch? Weil ich aber auch selber nicht so bin, ne? Auf was bezogen? Eher so unordentlich oder wo bist du chaotisch? Überall im Leben. Ui, okay. Ah, ich bin schon sehr strukturiert tatsächlich. Aber das gleicht sich dann ja aus. Meinst du? Ja, das ist so Yin und Yang. Kandidatin Nummer 2, bist du gerne chaotisch? Yin und Yang. Für dich bin ich auch gern ordentlich. Für dich bin ich gerne unordentlich. Cute. Cool. Klingt so ein bisschen wie ein Mann. Da hat sich jemand gefunden. So sehr männliche Stimme. Kandidatin Nummer 3, bei den Schuhen bin ich natürlich auch mal sehr gespannt, wie dich denn deine besten Freunde beschreiben würden. Also eine sehr verrückte Retro-Gamerin, die auch mal sehr zulangen kann, wenn es sein muss. Ich bin dafür bekannt, dass ich gerne auf Festivals gehe und mich dort auch mal schlag. Nochmal, du willst mich schlagen? Nee, ja, nee, pass auf, ich stehe jetzt sehr nah dran, aber bitte nicht lostreten jetzt. Also nochmal. Ich bin dafür bekannt, dass ich mich gerne mal auf Festivals schlag. Raus. Ja, Marc, wie stehst du denn so zu Prügeleien? Schlagen, weil du Stress hast oder weil du so pokst in der Menge? Oh, nee, eher, weil ich meine Freunde beschütze, dass die keiner angrapscht. Oh, okay. Aber werden deine Freunde regelmäßig angekrapscht? Ziemlich, meine Freundinnen sind ziemlich heiß, ja. Oh. Bist du auch ziemlich heiß? Ich würde es so behaupten, ja. Aber du hast jetzt kein Aggressionsproblem? Oh, nein. Okay, gut, aber... Hat Hamid 100 Euro gespendet? Hat Hamid 100 Euro gespendet? Nee, oh. Arthur mit 50 Euro? Nee, der hat nichts gespendet. Lügner, Digga. Lügner. Ja, ich bräuchte jetzt keine Frau, die sagt, geht weg, lass die Finger vom Markt. Hey. Und auch so ein vielleicht müssen die das machen. Nein. Kandidatin Nummer 4. Mit dir haben wir heute am wenigsten bis jetzt geredet. Hi. Hi. Oh, ich finde die Schuhe sogar cool. Ein sympathisches Hi. Ja, also meine Freunde würden mich wahrscheinlich als sehr offenen, selbstbewussten, lieben, lustigen Menschen schreiben. Süß. Und sie ist dein Fave bis jetzt, oder? Von den Schuhen irgendwie schon, ja. Oh. Ich finde die süß so. Von der Aussage? Auch die Stimme hat sich sympathisch angehört. Wie hört sich meine Stimme für euch an? Ja, auch ganz lieb. Gut, die Stimme täuscht. Also. Haben wir irgendeine noch nicht gefragt? Mich. Oh, da. Hamid 100 Euro? Echt jetzt? Hamid Loco mit 100 Euro und der Nachricht gut. Danke, Hamid Loco, aber respektlos, dass du nur 100 Euro spendest, Digga. Ich sag ehrlich, Alter. Du bist so reich, Digga, nur 100 Euro, Alter. Das ist wirklich peinlich. Hey, Nummer 1, bitte. Hallo. Hallo. Also meine Freunde will mich beschreiben als ziemlich outgoing. Und sehr sportlich. Finde ich gut. Okay, wir haben alle, oder? Haben wir alle? Ich mache Spaß. Danke dir, Hamid. Hi. Oh, Entschuldigung, Nummer 5. Hi. Meine Freunde würden über mich sagen, dass ich humorvoll bin, strukturiert und brutal ehrlich. Brutal ehrlich, da sind wir wieder beim Thema. Okay. Also gehst du bei deiner Ehrlichkeit auch über Leichen? Manchmal muss es einfach raus und dann kann ich nicht anders. Boah, ich fühle sie so. Manchmal muss es einfach raus. Danke dir, Hamid, für deine 100 Euro, mein Bruderherz, dass du dieses Ding hier unterstützt. Kuss, ja, Kuss, Bro. Das ist kein Problem. Ich mach Spaß, sehr direkt, das mag ich. Ja, ich habe heute noch drüber nachgedacht im Hotelzimmer, dass du eine sehr ehrliche, direkte Art hast, die einen auch tatsächlich verletzen könnte. Aber das Schöne ist, es ist ja deine Meinung. Nicht jeder kann immer die Wahrheit ab und dann denke ich mir, ey, komm. Dann sage ich denen, du, ich mag dich nicht so gerne, aber ich sage, du bist echt übertrieben scheiße. Mhm. So. Ja. Ich bin auch sehr, sehr ehrlich, muss ich ehrlicherweise sagen. Was war das für ein Satz? Ich sag ja auch nicht, du bist übertrieben scheiße. Egal, anyway. Du musst jetzt einen von denen raus. Ach, jetzt muss schon jemand raus? Ja. Wer war für dich diejenige, wo du denkst, das passt gar nicht so gut? Also, sorry schon mal an alle Mädels, wirklich. Es ist so kurz in der Zeit, bitte nicht persönlich nehmen. Aber ja, dann ich würde die letzte nehmen. Was? Digga, ich hätte diese Schlägerei, dieses Schlägermädchen oder diese Party-Dings genommen, 100%. Okay, dann Kandidatin Nummer 7, du bist leider raus. Oh, scheiße. Ich wusste, dass das eine Fehlentscheidung war. Hallo, Marc. Okay. Mann, dieses schlecht geactete, Digga. Oh, scheiße. Ich wusste, dass das eine Fehlentscheidung war. Er dachte sich, Digga, geil. Ja, ey, Cam, warte. Jetzt, Chat. Hier, warte, wie sie rauskommt. Guck mal, diese Schauspielerei. Oh, scheiße. Fuck, Mann, Digga. Warum habe ich die genommen, Mann? Oh, fuck, Alter. Ich wusste, dass das eine Fehlentscheidung war. Mann. Hallo, Marc. Scheiße. Freut mich auch. Sorry nochmal. Aber... Digga, ist so schlecht geactet, Mann. Bezaubernd. Nochmal ein Applaus vom ganzen Team. Danke, dass du dabei warst. Er denkt sich, Digga, als sie um die Ecke gekommen ist, genau in dem Moment dachte er sich, let's go, Digga, let's go. Genau in dem Moment dachte er sich, W-Pick dachte er sich, let's go, dachte er sich. Ich wusste, dass das eine Fehlentscheidung war. Hallo, Marc. Freut mich auch. Sorry nochmal. Aber bezaubernd. Nochmal ein Applaus vom ganzen Team. Danke, dass du dabei warst. Ja. Ich hätte es bereut. Die war schon hot. Sorry. 10 von 10. Ich schreib dir. Schreibt ihr auch. Guck mal. Oh. Das sind krasse Outfits. Wer springt dir als erstes? Guck mal, da fallen für mich schon richtig viele raus. Also als erstes wirklich. Raus. Da sind also 1, 2, 3 schon raus bei mir. Ihr habt euch alle richtig hübsche Outfits angezogen. Das kann ich schon mal sagen. Ja gut, als erstes ist die hier mit den Faustschlägen da übers Perukaville läuft, ne? Aber 1 raus. Ah. Nummer 2 ist auch krass. Nummer 3, welche Festivals bevorzugst du so? Hauptsächlich Metal-Festivals. Ja. Nummer 4, Wacken oder Perukaville? Cancel? Nein, die beiden würde ich ja noch dingsen. Es geht ja nicht um diese, das, was man zeigt, das, was ich nicht mag, mäßig, sondern es geht darum, um den Style. Da weiß ich schon, okay, das ist ganz verrückt und da weiß ich, es ist auch ganz verrückt. Entschuldigung, ich hab's jetzt nicht gehört. Ja. Führt ihr das? Das sind so Festivals. Kenne ich ehrlich gesagt nicht. Nova Rock oder Lollapalooza? Ach so, ja, ich habe keine Ahnung. Könntest du sie ja mitnehmen. Du gehst ja die ganze Zeit auf Events, oder? Ja. Kannst du sie mitnehmen? Ich mag super gerne Festivals, jetzt ohne Spaß. Finde ich gut. Ich würde die nächste Frage stellen. Wie hoch ist dein Bodycount? Findest du das wichtig? Ich habe mir gedacht, heute mal was Außergewöhnliches. Etwas, was man jetzt nicht so oft fragt. Ehrliche Antwort ist mir voll egal. Sage ich jetzt so, wie es ist. Kandidatin Nummer 1. Mein Bodycount ist 6 und ich bin ziemlich selektiv. Es muss gewisse Standards da sein, wo ich mich wohlfühle, wo die Kommunikation passt. Bei mir ist halt eine Connection mega, mega wichtig. Ja, kann ich sehr gut verstehen. Vielen Dank für deine ehrlichen Worte. Kandidatin Nummer 2, wir gehen jetzt mal komplett einfach die Reihe runter, wenn das okay ist. Und das Ding ist, in der Schule, Mathe war immer meine Schwäche. Ich kann nicht weiter als 1 zählen, deswegen kann ich es leider nicht sagen. Das ist eine cute Ausrede, das aber... auch wirklich meine Antwort. Raus! Wie hoch ist er bei dir? Hä? Es geht doch nicht um Kandidatin Nummer 3. Nicht so viele, wie du jetzt wahrscheinlich denkst, aber dafür die richtigen. Würdest du sagen, du hast falsche Nummern in deinem Bodycount? Also Sachen, also One-Night-Stands oder so, die du bereust? Ich habe wirklich jetzt in meinem Leben tatsächlich nicht so viele One-Night-Stands gehabt. Cap. Ich weiß, das glauben die meisten Leute auch nicht. War es entweder zu viel Alkohol oder echt One-Night-Stands. Weil da der Vibe nicht so da ist, du kennst ihn nicht und keine Ahnung. Sehr gute Antwort, Kandidatin Nummer 4. Riesencap. Also mehr als 6, aber weniger als 8. Okay. Ja, eine gute Antwort. Nummer 5, Kandidatin Nummer 5. Ich persönlich finde, der Bodycount sollte komplett egal sein, deswegen ich möchte deinen nicht wissen und ich verrate dir meinen auch nichts. 75? Okay, finde ich voll spannend. Was ist dein Bodycount? Was ist Englisch, ne? Bodycount? Ja. Was bedeutet das nochmal? Mit wie vielen verschiedenen Geschlechtspartnern? Was denkst du denn? Was würdest du denken? Komm, ehrlich. Was ich von dir denke? Du bist doch so eine ehrliche Person. Ja, also auf jeden Fall über 20. Guck mal, da hinten die Leute. Was? Safe über 5. Safe über 5. Leute, hier. 10, 20, was sagt ihr? So, wir sind bei der letzten Kandidatin. Ich bin gespannt. Also ich bin jetzt ganz ehrlich, ich habe 11 Partner gehabt. Ja. Ich muss sagen, wirklich, diese Ehrlichkeit finde ich eh schon super. Okay. So, based auf dieser Frage musst du jetzt eine von den Mädels rauswählen. Ja. Optisch gefällt mir die Hose halt nicht, ne? Aber ich fand, die Antwort war jetzt echt... die Hose von Nummer 6? Ja. So, aber... Die gleiche. Ja, gefällt mir nicht. Aber ich... Oh, es ist mega doof. Dann, ich nehme... Ja, 1. Was? 1? Ja. Ich glaube, das ist voll... Ich glaube, das ist ein hübsche. Okay. Oh nein! Ich wusste, dass ich eine Fehlentscheidung getroffen habe. Oh. Der respektlose Digga. Hallo, Marc. Hallo, Selina. Hallo, Selina. Ja. Du bist sehr süß. Dankeschön. Ja. Also, schön, dass du da warst. Warte mal. Sind da Kontaktlinsen drin? Nein. Nein. Kann man eine Close mal auf die Augen machen. Selina, hier, das ist deine Kamera. Zeig mal deinen schönsten Blick. Ah, ich komme neben dir mit. Digga. Guck mal, wie sie rauskommt, Digga. Und er so, nein. Okay. Oh nein. Fuck, Mann. Ich wusste, dass sie eine Fehlentscheidung. Sehr süß. Nein. Kann man eine Close mal auf die Augen. Ah, ich komme neben dir mit meinem schönsten Blick. Pass auf, Achtung, von unten nach oben kommt er immer. Achtung, und jetzt hoch und. Selina, es tut mir leid. Ne? Ey, schön, dass du dabei warst. Danke. Wenn man deine Hose hochguckt, guckt alles raus, sehe ich jetzt gerade. Das ist Fashion, hallo. Ach, das trägt man so? Ja, das trägt man. Ich mach's bei mir jetzt auch. Sieht gut aus. Es geht so. Nee. Ist nicht? Nee, wirklich, danke, sehr sympathisch. Es geht weiter, du darfst jetzt noch eine Frage stellen und danach musst du noch jemanden rauswählen. Oh, okay. Mann, Chat, ich werde nicht auf Kicks schieben, Digga. Es wird hart. Es wird wirklich hart. Hast du eine gute Frage? Ich habe eine unfassbar gute Frage. Du würdest jetzt 1 Million Euro bekommen. Was würdest du dir als allererstes davon kaufen? Gute Frage. Ist gut, ne? Ist richtig gut. Richtig gut. Damn. Also, ich glaube, ich würde mir gar nichts... Was? Ich krieg 1 Million Euro? Was würde ich mir davon kaufen? Ich würde mir so einen Finanzberater holen und dass der das macht, weil ich will nicht irgendwie das Scheiße ausgeben. Das ist aber smart. Gibt es nicht so eine Sache, die du sofort kaufen würdest? Reward spenden, ja, guter Call. Ich würde es in Bitcoin stecken. Nee. Okay, Kandidatin Nummer 4, was würdest du dir kaufen? Die hat, glaube ich, schon viele. Die sagt, pff, eine Mio, keine Ahnung. Eine Mio zu den anderen legen. Fällt nicht auf. Eine große Wohnung, dann kann ich meine kleine vermieten und viel reisen. Auch gut, klingt auch wirklich gut. Oh. Ist die kleine Wohnung Eigentum? Meine, ja. Eigentumswohnung in Wien ist auf jeden Fall schon gut. Ja, wir machen weiter mit Kandidatin Nummer 3. Ja, also ich würde wahrscheinlich auf jeden Fall sofort in den Urlaub fahren. Wahrscheinlich Klamotten kaufen oder sowas. Wohin in den Urlaub? Irgendwo hin, wo es türkises Meer und weißen Sand gibt. Hast du da eine Idee? Ja, Ballermann, Mallorca. Arenal, ne? Direkt. Welchen Klamottenteil findest du bei Männern gut? Oversize und sowas. Also ja, so Hoodies und Jogger und sowas. Kandidatin Nummer 2. Ich würde meiner Großmutter ein neues Haus kaufen, aufhören zu arbeiten und mich Vollzeit um sie kümmern. Bei 1 Million aufhören zu arbeiten, das hält nicht lange wahrscheinlich. Das soll sich ausgehen, bis meine Großmutter von uns geht und dann kann ich ja wieder arbeiten. Aber das finde ich richtig süß. Das heißt, du hast ein gutes Verhältnis zu deiner Großmutter. Natürlich. Voll schön. Die Nägel sind aber auch, darf man eigentlich mal ran und gucken? Ja, guckst du an? Also diese Nägel. Kannst du mal die Hände so? So? Deine Nägel? Nee, andersrum. Boah, die sind aber auch... Ja. Findest du lange Nägel gut? Kratzt du gerne? Das kannst du später rausfinden. Mhm. Ich bin in welchem Hotel bin ich nochmal? Das haben wir gestern. Peitschen auch ein Thema für dich? Darüber können wir später reden. Aber Mann, ich bin jetzt nicht der Hund an der Leine später, ne? Da können wir auch drüber reden. Oh, können wir auch drüber reden. Dann muss ich doch meinen Kameramann wieder mitnehmen. Carsten, später doch nochmal vorbeikommen. Okay, super. Sympathische Antwort auf jeden Fall mit der Großmutter. Wir fragen Kandidaten Nummer 1. Instant ein Haus mit Garten und mein Streamingzimmer geil einrichten. Du streamst? Ja. Was machst du so vielleicht? So doof. Die streamt auf Twitch. Achso, die streamt auf Twitch. So doof. Zeig her. Also gibt ja so das Bewundern. Videos hochgeladen. Der Bereich und oben, da ist eigentlich die Wohnung meiner Fuß? Eltern, aber die durften leider. The fuck, Digga. Streams? World of Warcraft. Ah, du bist eine Gamerin. Ja, ich glaube auch, dass ich den Herrn kenne. Wir kennen uns. Ah. Ja, war ich schon in deinen DMs? Ja, das ist neben Marc, ne? Haben wir uns schon mal getroffen? Nein. Okay. Ich überlege gerade, wer die Streamerin ist. Samantha, bist du's? Ich muss jetzt eine rauswählen. Oh ja, du kennst sie? Heißt du wirklich so? Anyway, du hast jetzt alle Antworten. Du musst eine von denen rauswählen. Ja, ich wähle die letzte dann raus. Warte, stopp. Nee, ich habe ja gelernt, wenn ich hier was sage, ist direkt jetzt ist raus. Wir beratschlagen uns. Komm kurz an. Okay. Wir tuscheln. Hm? Ja. Die pinke willst du rauswählen? Nein. Welche? Okay, kurze Beratung. Ja, Mann, es geht hier vielleicht um die Frau fürs Leben. Was würden die Zuschauer jetzt machen? Wahrscheinlich jetzt in die Kommentare, ne? In diesem Moment. Ja, Nummer 4 ist dann raus. Oh. Die Arme, Digga. Das war wahrscheinlich der größte. Ich hätte mich ins gemachte Nest gesetzt. Ich wurde schlecht beraten, sag ich dir ehrlich. Gar nicht. Oh, scheiße, ich wusste es nicht. Ja. So ein respektloser, Digga. Hallo, oder willst du die Umarmung? Hallo. Ja. Wie heißt du? Jacqueline. Jacqueline. Genau. Ja. Dann, das passt eigentlich richtig gut. Ja, kann man einmal für die Kamera, möchtest du dich einmal nochmal hinstellen, Jacqueline? Das wäre es gewesen wahrscheinlich, ne? Ja. Ich glaube, ich habe wirklich ein bisschen was verkackt heute. Ja. Okay, wir haben nur noch... Mann, Digga, der denkt doch nur daran in seinem Kopf, welche kann er heute Abend in sein Hotelzimmer mitnehmen und nimmt einfach die mit den schlampigsten Outfit. Ich sage die oder wenn die oder die nicht gewinnt, dann heiße ich offiziell, keine Ahnung was. Schwanzgesicht. Wir ziehen uns jetzt zurück, der Vorhang geht wieder nach oben und dann kommen wir und sehen noch mehr der wunderschönen Mädchen. Ja, und da ist es, guck mal, und das ist, da ist die Auswahl schon viel weniger. Also, die wird da zu 100% rausvoten, die wird noch drin bleiben, aber es wird, glaube ich, obwohl die ist auch noch. Hm. Ich sehe auf jeden Fall, der Vorhang hängt ein bisschen schief, weil ich weiß, die Mädels haben requested, dass sie ihre Brüste zeigen wollen. Carsten, mach die Augen zu. Bist du bereit? Ich bin extrem bereit, ja. Okay, 3, 2, 1. Ey, wenn du schon so grinst, ist schon... Jetzt guck. Was ist dein erster Eindruck? Ja, jetzt bin ich überfordert. Ich muss sagen, diese... Wie Cam? Nur weil ihr die Titten sehen wollt, Chat. Die so ein Kletterpark. Yeah. Oh, die machen hier gerade. Hat man das gesehen? Ja. Also diese Knotennummer... Du kommst halt nicht so schnell ran. Das sagst du. Will schon eine freiwillig gehen eigentlich? Hier, Kandidatin 1. Wahnsinn. Du bist Streamerin, ne? Also... Ja. Mhm. Und du kennst sie vielleicht, meintest du? Nee. Nee? Glaub nicht. Okay. Weibliche Streamerin, da gucke ich ja nicht. Ich gucke ja nur die Jungs immer an. Sehr treu. Ja. Ja. Kandidatin Nummer 2. Wichtig. Ich will jetzt nicht zu viel sagen, aber natürlich, es hat sich bestätigt, die Schuhe, das kurze Schwarze geht natürlich immer. Würde ich persönlich auch selber tragen. Nein. Aber ich finde Kandidatin Nummer 3... Was war das? Sorry, ich wollte eine Annäherung machen. Ja, okay. Ja, dann gib die Hand. Dann machen wir das. Dann machen wir mit Hand. Okay, wenn meine Freundin das sieht. Ja, hallo. Komm, mach Huckepack. Komm rauf. Also, du wolltest was sagen zu Kandidaten. Sorry, dass wir hier so rumalbern. Was ist mit diesem Vorhang, Umhang bei Kandidatin Nummer 4? Oh, das ist ein Kimono. Was ist jetzt? Kimono? Ja. Trägt man ich kann es auch gerne zumachen. Ist dir das lieber? Fühlst du dich dann wohler? Boah, sie ist richtig auf Konfrontation. Sie ist so... Soll ich jetzt was sagen? Nö, oh ja, bitte. Gerne. Ist eine starke Frau. Was heißt super. Toll. Ich nehme den Spruch zurück. Digga. Genau. Ich nehme alle Sprüche zurück, die ich heute gesagt habe. Ich verstumme für den ganzen Abend. Ich verlasse den Raum. Boah, was ist? Wir wollen jetzt nicht nur die ganze Zeit über die Outfits reden, sondern wir wollen auch Fragen stellen, weil wir die Damen ja auch kennenlernen wollen. Ja. Kandidatin Nummer 1, die Streamerin, wo jetzt alle die Subbomben platzen lassen. Wie wichtig ist dir denn tatsächlich Sex in der Beziehung? Sie lacht gerade. Warte mal, wir hatten jetzt noch nichts. Ich habe irgendwie das Gefühl, wir hatten was und sie lacht mich gerade aus, weil das war so diese 10-Sekunden-Nummer. Hä, das nicht, aber ich habe schon viel von dir gehört. Ach. Oh, was hast du denn gehört? Nee, Kandidatin. Hä, doch, ich wollte gerade weitererzählen. Was hast du denn von Marc gehört? Ich? Ja. Puh, soll ich da anfangen, Marc? Ja, hau doch mal raus. Erzähl mal ein bisschen Tschüss. Weißt du? Erzähl doch mal. Wie war er in der Kölner Szene so unterwegs? Oh, fleißig habe ich gehört. Aber ich meine, ich habe nur gehört. Also ich weiß. Aber mein Gott, bei jedem Gerücht ist ja auch immer was Wahres dabei, ne? Stimmt, stimmt. Was ist denn dafür? Wir machen weiter. Kommst du wieder auf deinen Platz? Wie wichtig ist dir denn Sex in der Beziehung? Genau, das gibt. Mein Essen! Mein Essen! Wo bleibt mein Essen? Wo bleibt mein Essen? Das ist im Aftermovie dann. Wie wichtig ist es dir denn? Spielt schon eine große Rolle in der Beziehung. Das spielt eine große Rolle. Ja. Mhm. Wenn das Sex gut ist, dann ist die Beziehung gut. Sonst. Mann, Digga, oh mein Gott, Schlamm. Ist so am Lachen. Irgendwas ist da im Busch, ne? Ja, sie kennt dich. Ihr hattet auf jeden Fall schon was. Nein, jetzt lass uns kurz. Ja, auf jeden Fall. Ey, du kannst ehrlich sein. Warte, ich muss kurz nachdenken. Gamescom? Scheiße. Kennst du jemanden, der schon mal was mit Marc hatte? Ja. I knew it. Und wie war's? Ja, kann man ruhig mal sagen. Wie war's denn? Mir wurde gesagt, schrecklich. Einfach nein, keine Ahnung, sie hat es mir nicht erzählt. Also das kann ja nicht ich gewesen sein. Hat sie auch gesagt, dass er besonders klein war? Okay. Kandidatin Nummer 2. Ich habe den auch gesehen. Stehst du auf schlechten Sex, dann wäre ich genau der Richtige für dich. Ja, also Sex ist auf jeden Fall wichtig. Wie oft die Woche findest du Sex wichtig? Jeden Tag. Jeden Tag ist eine Aussage. Was sagst du? Sie kann auch mehrmals am Tag sein, wenn es sich gut anfühlt. Mhm. Bei dir und deiner Freundin? Naja, jetzt können wir mal drüber reden. Ja, nicht nur mich in die Pfanne hauen. Deine Freundin hat mir auch gesagt, so gut ist es nicht. Frech. Mit der Zunge. Nein, Spaß, hör jetzt auf. Nein, wie oft bei euch? Ja, also warum? Guck mal, was ist das denn hier für ein Format? Ich werde hier diese zugemacht. Jetzt würde ich gerne mal hören. Hör dich ganz, ganz schlecht. Du musst ein bisschen an der Aussprache arbeiten. Kandidatin Nummer 3. Sex ist natürlich sehr wichtig, aber das ist wirklich nicht das A und O in einer Beziehung, aber gehört natürlich sehr dazu. Du traust dich nicht näher zu Kandidatin 4, oder? Trau du dich doch mal näher ran. Ja, gar kein Problem. Ja. So, Kandidatin... Ja, das. Grüße an die Freundin, hier ist alles super, mach dir gar keinen Kopf, wir haben einen schönen Abend. So, Kandidatin Nummer 4, wie wichtig ist es dir denn? Puh, das kommt auf den Partner an. Wenn ich den richtigen Partner habe und mit dem alles richtig gut funktioniert, dann ist der Sex auch einfach Wahnsinn. Das finde ich eine richtig gute, erwachsene Antwort. Dankeschön. Super. Ja, und irgendwie finde ich das Outfit jetzt noch besser. Komm, behält mir nochmal wieder. Mhm. Was willst du von mir? Ja, nee, ich hätte sie nicht rausgeworfen, aber wenn du es sagst, die 4. leider. Ah, das habe ich gar nicht gesagt. Niemals. Oh, ich wusste, dass ich nicht falsch bin. Hallo. Ich wusste, dass der Händedruck genauso ist. Ja, wirklich? Ja. Okay, ich habe mir da ein bisschen stärker vorgestellt. Ja, Mensch, also, guck mal, ich werde doch hier schon so abrasiert, was soll ich denn noch sagen? Nee, super, cooles Outfit. Danke. Aber das ist ja nicht privat, so läufst du nicht so durch die Wien. So eine W-Entscheidung, Digga, die Entscheidung war so wichtig. So ein W-Pick. Nein, natürlich nicht. Nee. Das ist aber ein Festival-Outfit, oder wo kann ich mir dich so vorstellen? Meistens am Donnerstagabend auf Twitch. Ach, du bist auch auf Twitch? Ja. Was für Workshops? Shibari-Workshops. Shibari-Workshops. Was ist das ganze Zeug da mit den Seilen und so? Ne? Ah, du erklärst, wie das funktioniert? Genau, boah, da würde ich ja fast gerne mal einen Workshop bei dir nehmen. Das ist dann circa so, ja, du wirst dann irgendwann unten am Boden liegen, so in Embryo-Haltung, total angebunden und dann ziehst du dich nach oben. So, da sehe ich dich. Das auch schon, ja. Da sehe ich. Digga, was hatten die für Vorstellungen, Alter? Mein Gott, ey, was gibt's für komische Fetische, Alter? Oh mein Gott, was ist aus den Menschen geworden? Da bin ich dann tatsächlich raus. Ach, so eine Nummer ist das dann. Okay. Schön, dass du da warst. Danke, danke. Vielen Dank. Hot. Ich fand sie cool. Cool, ja, aber wirklich jeder so, wie er mag. Meins ist es nicht. Ich weiß wirklich, dass ich das nicht gut finde. Grüße gehen raus an Revi. Der wird sich auf jeden Fall freuen. Da könnt ihr ihn auch gerne mal connecten. Der ist ja auch auf Stream, auf Twitch unterwegs. Der liebt das. Ist angefesselt, hochgezogen, klar. Durftest du das einfach so exposen? Ja, na klar. Ja, Sebastian, ne? Schön Bondage. BDSM ist nur Spaß. Wie sieht's denn bei euch aus, ihr drei Mädels? Werdet ihr auch die, die sich gerne fesseln lassen und dann an der Decke hochziehen lassen? Das Einzige, wovon ich mich fesseln lasse, ist von Computerspielen, sorry. Okay. Gute Antwort. Okay, nächste Frage. Okay, Kandidatin Nummer 1, Familie, Thema für dich? Nee, ich mag Hunde. Okay, 2? Ja, auf jeden Fall. Wie viele? 2 bis 4, I don't know. Mann, Digga, wie kann man denn so kacke sein? Familie gründen? Ja, auf jeden Fall. Wie viele Kinder willst du? 4. Richtig Haus. Ich will auch 4 Kinder. So 2 adoptieren. 2 normale Kinder. Ja, Mann. Fans, ja, Hund mit diesem Ridgeback. Ja, klar. Hey, in meinem Alter irgendwann wäre schon mal gut. Ja, okay, normal. Ja, okay, ich habe mich einmal kurz falsch ausgedrückt, Mann. Ja, aber ist doch, aber so... 2 adoptieren ist doch was Gutes. Du gehst in so ein Heim, pickst 2 raus, die haben dann eine Familie. Gut. Familienauto. Ja. Hm, das sehe ich dich. Nicht. Wusste ich, dass du das sagst. Okay, ja. Okay, du musst dich jetzt entscheiden. Mit wem möchtest du auf gar keinen Fall eine Familie gründen? Ja, die Nummer 1 hat ja schon so viel Schlechtes gehört, das ist ja schon keine Basis mehr. Oder hätte ich eine Möglichkeit,